Louisiana. Vor die Wasser des Mississippi und der Monde fließen, wie sie auf den Iden erfahren können. Dorthin wollen wir zurückkehren, lieber heute als morgen. Lieber heute als morgen. Wir sind aufgebrochen vor 4 Wochen. Nach den großen Städten unser Glück zu versuchen. In 7 Jahren haben wir es geschafft, dann kehren wir zurück, aber lieber schon in 6. Denn auf uns warten unsere Eltern und 2 Brüder in Louisiana. Ihnen schicken wir das Geld, das wir verdienen. Und von dem Gelde soll gebaut werden ein kleines Haus, ein kleines Haus am Mississippi in Louisiana. Nicht wahr, Anna? Ja, Anna. Schwester ist schön, ich bin praktisch. Sie ist etwas verrückt, ich bin bei Verstand. Wir sind eigentlich nicht 2 Personen, sondern nur eine einzige. Wir heißen beide Anna. Wir haben eine Vergangenheit und eine Zukunft, ein Herz und ein Sparkassenbuch. Und jeder tut nur, was für die andere gut ist, nicht wahr, Anna? Ja, Anna. Thank you.
gestattet waren, Wäsche hatten, Kleider und Hüte, fanden wir auch bald eine Stelle in einem Kabarett als Tänzerin, und zwar in Memphis, der zweite Stadt unserer Reise. Es war nicht leicht für Anna, Kleid und Hüte machen ein Mädchen hoffärtig, wenn die Tücke trinken sich im Wasser blicken, werden sie oft gefährlich. Kunst machen in dem Kabarett in Memphis, der zweite Stadt unserer Reise. Und das war nichts, was dort die Leute wollen, was dort die Leute wollen, war das nicht. Das sind alles Wunder, mit denen es fahren soll, mit denen
See you.
Morgen. Wehren Sie ein Glanzen, ich stehe auf dem Stein. Ständig stehen auf dem Stein, ständig stehen auf dem Stein. Und die Sonne schwer auf der Stoppend. Wehren Sie ein Glanzen, ich stehe. Wehren Sie ein Glanzen, ich stehe. Wehren Sie das und mein Glanzen. Sehr verständig, sie wird sorgen, dass Kontrakt Kontrakt ist. Sie wird sagen, dessen kannst du schließlich in Louisiana, Anna, in Louisiana, Anna. Hören, Schnitzel, Schwarten, und die kleinen gelben Honig. Denk an unser Haus in Louisiana. Sieh es, stopp, da du alter an dich, Fresssucht ist vom thank you.
sie zeigt ihren kleinen weißen Hintern, mehr wert als eine kleine Fabrik. Zeigt ihn gratis den Gaffern und Straßenkindern der Welt profanen Blick. Das gibt immer solche Sachen, wenn man sich ein einziges Mal vergisst. Das kann höchstens mal ein Lachen, wie auf keinen Menschen angewiesen ist. War das schwierig, alles einzurenken, Abschied zu nehmen von Fernando und sich bei Edward zu entschuldigen und die langen Nächte, wo ich meiner Schwester weinen hörte. Und sagen. Es ist richtig so, Anna, aber so schwer. Thank you.
die letzte Stadt der Reise war San Francisco. Alles ging gut, aber Anna war oft müde und beneidete jeden, der seine Tage zubringen durfte in Trägheit. Nichts zu kaufen und Stolz. Jetzt kehren wir zurück.
in unser kleines Haus.